So, einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ja, ich komme heute zu den Transfers von Schalke, die Neuzugänge und Abgänge, die wir haben. Da sind vielleicht bei den Abgängen noch ein paar Fragezeichen dabei. Aber das meiste verlässt uns ganz sicher. Und ja, zu den Neuzugängen, die sind schon alle sicher, die ich jetzt hier bei mir aufgeschrieben habe. Aus dem Kopf habe ich die natürlich, kann ich die natürlich auch nicht alle haben. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, und dann komme ich noch zu den Testspielen, die Schalke bisher gemacht hatte. Ja, die habe ich auch schon drauf. Also, ja, das. Aber kommen wir erstmal zu den Neuzugängern. So, da haben wir zum einen den Latzer. Ja, also der ist ein sehr guter Spieler. Also ich denke, der kann uns helfen in der zweiten Bundesliga. Dann haben wir Terodde. Der hat schon, Moment mal, der hat schon in den Testspielen sechs Tore geschossen. Ja, in jedem Spiel drei. Ne, gegen Wesel Lackhausen und gegen Hamborn 3 hat er gemacht. Dann haben wir Flick, der ist auch neu. Dann Kaminski, der ist von Stuttgart gekommen. Denke ich, kann uns da in der Hinsicht auch sehr gut helfen. Dann Mendil, der ist zurückgekommen. Den hatten wir ja ausgeliehen gehabt und ja. Mal gucken, was der so macht, wie der sich so macht auf Schalke. Dann haben wir Ovejan. Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wo der hergekommen ist. Keine Ahnung, kann ich da auch gar nicht sagen. Dann haben wir Ranftl. Palsson ist auch neu. Bülter. Idrizi. Der kommt aber von der Jugend, das weiß ich. Und dann haben wir noch den Piringer neu gekriegt. Also das ist ein ganzer Teil, den wir da an neuen Spielern gekriegt haben. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Und das sind auch Spieler, ich habe die Testspiele gesehen, die sehr, sehr viel Lust haben, die Bock haben auf den Verein, die Bock haben, jedes Spiel zu gewinnen. Aber das sieht bisher in den Testspielen, wir hatten ja bisher das erste Härtetest, das war ja jetzt letztes Mal gegen Zenit St. Petersburg. Das endete 0 zu 0. Also sehr, sehr gut gespielt. Wir hatten einen Elfmeter, ja, den hatten wir leider verschossen. Aber gut, 0-0 gegen Zenit St. Petersburg, das war echt stark. Naja, und das war, die spielen jetzt in der nächsten Saison meine Europa League, ne? Genau, Europa League müssen die spielen, Zenit St. Petersburg. Und gegen Europa League-Kandidaten 0-0 spielen, also das ist eine sehr, sehr starke Leistung gewesen, ne? Aber da komme ich gleich noch zu den Testspielen. Jetzt kommen wir zu den Abgängen, die Schalke verlassen werden. Das sind Kutucu, Rudi. Also, übrigens Kutucu noch nicht allzu lange. Das ist jetzt in den letzten Tagen bekannt geworden, dass er uns verlässt. Ja, Rudi dürfte klar sein. Bentaleb, sowieso, hat uns auch nicht sehr viel gebracht. Schöpf, ja, finde ich auch eine richtige Entscheidung, dass man sich von denen trennt. Otschipka sowieso. Selbst seine Oma kann schneller laufen wie er. Also konnten wir auch nichts mit anfangen. Stambuli, Skripski, Mustavi. Der Vertrag läuft aus bei Mustavi. Ist bekannt. Ich denke mal, dass er zurückgehen wird nach Arsenal. Renault, der wird nach Frankfurt zurückgehen. Dürfte auch klar sein. Paciencia, der geht ebenfalls nach Frankfurt zurück. Dann Ludwig. Der wird auch wieder zurückgehen. Das war auch nur eine Leihbasis. William. Der geht nach Wolfsburg zurück. War eben halt auch nur Laie. Huntelaar. Der weiß ich gar nicht, was der macht. Ich glaube, der beendet jetzt seine Karriere. Naja, auf jeden Fall. Der wird für uns in der zweiten Bundesliga nicht mehr spielen. Und der Kolasinac. Ja, der wird dann auch zurück nach Arsenal gehen. Ne? Ja. Das sind die Abgänge, die wir dann bisher haben. Also das ist auch ein ganzer Teil, der uns da verlassen hat. Ja, und
wie gesagt, auch zu Recht, es waren alles. Wir konnten ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen. Ja, gut, Huntler hat hin und wieder dann mal getroffen. Aber ist jetzt auch das Alter. Wir wollen ja eine Mischung, ich meine, wir wollen ja eine Mischung aus Jung und Alt haben, ist ja klar. Und das machen sie auch bis jetzt ganz gut. Ja, ich denke, also ich habe guter Zuversicht, dass wir um den Aufstieg wieder mitkämpfen werden. Das wollte ich übrigens auch noch sagen. Apropos Aufstieg. Das erste Spiel, das haben wir gleich am Freitag. Das ist ein Knaller um 20:30 Uhr. Aber das darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Das wird sogar live im Free-TV übertragen, glaube ich. Das haben wir am Freitag um 20:30 Uhr gegen Hamburg. Na, das ist mal ein Auftakt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und das ist ja jetzt bald am 23. Juli um 20:30 Uhr. Auftakt in der eigenen Arena auf Schalke gegen Hamburg. Ja, und am zweiten Spieltag ist auch kein leichter Gegner. Spielen wir auf dem Sonntag übrigens. Das denke ich läuft auf Sky dann wieder. 13:30 Uhr. Ja, doch, 13:30 Uhr gegen Kiel. Richtig, und ja. Aber egal, soweit sind wir jetzt erstmal noch nicht. Jetzt sind wir erstmal bei den Testspielen und da komme ich jetzt zu. So, die Testspiele. Schalke hatte das erste Spiel gegen Wesel Lackhausen. Endete 8:0 für Schalke. Das konnte ich allerdings nicht sehen, leider, weil ich da arbeiten war. Das war das erste Testspiel. Schade. Ich hätte es gerne gesehen, aber ich habe mir natürlich auch die Highlights angeguckt nochmal. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Also je nach den Highlights, die ich da sehen konnte. Also wir haben sehr, sehr gut gespielt. Das ist mein Auftakt in der Testspielsaison, in der Testspielphase nach Maß. Dann kommt es noch besser. Das Spiel habe ich allerdings gesehen. Das war gegen Hamborn. Das endete 14:0 für Schalke. Ja, 14:0. Wahnsinnsspiel, Wahnsinnsauftritt. Ich habe es von Anfang an gesehen. Das war einfach nur perfekt. Also, wie gesagt, so können wir weitermachen und wir wissen ja noch in letzter Saison, da haben wir auch gegen diese unterklassigen Mannschaften gespielt und haben dann mal mühevoll mit 1-0, 2-0 oder vielleicht auch 3-0 gewonnen. Ja, da gab es kein 14-0, da gab es kein 8-0. Ja, aber da sehen wir schon wirklich eine Verbesserung jetzt. Also das macht Hoffnung. Das macht wirklich Hoffnung auf die neue Saison. Und ja, da können wir dran ansetzen und auch an das dritte Spiel, an das letzte Testspiel, was bisher gewesen ist. Das endete 0:0 gegen Zenit St. Petersburg, gegen eine Mannschaft, die nächster Saison in der Europa League spielen wird. Auch sehr, sehr gut. Da muss ich aber allerdings sagen, Fährmann hat in der ersten Hälfte sehr, sehr stark gehalten. Das war echt super. Und auch Langer in der zweiten Hälfte hat da auch souverän mitgespielt und hat sehr gut nochmal gehalten. In der zweiten Hälfte waren wir dann sogar leicht die bessere Mannschaft und hätten das Spiel sogar gewinnen können, fast gewinnen müssen, weil wir hatten diesen Elfmeter, der hätte zu 1:0 Führung und auch dann, das wäre dann auch, denke ich, der Endstand gewesen, 1:0 Endstand, sage ich mal, führen können. Ja, wurde aber leider verschossen. Schade. Aber na gut, passiert halt. Kann passieren. Ja, und dann das nächste Testspiel haben wir jetzt am Freitag um 18 Uhr gegen Schachtar Donetsk. Das ist auch ein sehr, sehr schweres Spiel. Auch eine Mannschaft, die europäisch spielt. Von da an, das werde ich mir auch angucken. Da ich ja eh Urlaub habe, bin ich ja eh zu Hause. Na, jetzt live auf. Wir haben ja diesen Schalke-Kanal, diesen YouTube-Kanal. Da wird das live kostenlos übertragen. Also kann sich eigentlich jeder angucken, der Netz hat, also der Daten hat oder WLAN hat, kann sich das kostenlos auf YouTube angucken. Ja, das war's dann erstmal von mir.
Euch noch einen schönen Tag. Heute ging das Video etwas länger. Wir sind gerade schon bei 10 Minuten. Nehmt euch Zeit für dieses Video. Ciao. Euch noch einen schönen Tag.